Herzlich willkommen bei der Onkel Kramer Academy. Es kann dazu kommen, dass sich Münzen verhaken, dass es zum Münzstau kommt. Ich zeig mal die knackigsten Punkte, wo man auf jeden Fall drauf achten soll. Machen wir das Ganze einmal auf. Das ist auch letztendlich egal, ob ihr ein Münzschaltgerät habt oder ein Kurenzer. Im Prinzip arbeiten die außer der Software jetzt halt gleich. Münzen, die ausgegeben werden, fallen nach unten durch. Und hier ist das erste Problemstelle oder die erste Problemstelle hier an der Ausgabe. Es kann manchmal sein, dass sie ein Stück zurückgelegen sitzt. Guckt, dass ihr mit dem Finger hier unterkommt und dass die Münzen hier auch wirklich reinfallen können. Weil sonst staut sich das Ganze hier, staut sich bis nach oben hin. Außerdem hat der Kunde natürlich ein Problem, weil er nicht das Rückgeld bekommt, was ihm zusteht. Was ich auf jeden Fall immer machen würde, einmal die Kassette rausnehmen. Achtet darauf, dass ihr nie die Münzen aus der Kassette selber rausnimmt, weil der Bestand im Automaten gespeichert ist. Und sonst würde das Ganze nicht mehr passen. Guckt, ob hier irgendwas klemmt. Schaut euch das Ganze auch von unten an. Beim Kurenzer ist es letztendlich eine Schublade, die man rauszieht. Und hier sind es halt die beiden blauen Nippel, die man reindrückt. Es kann sein, dass hier noch Schrauben drin sind, die man lösen muss, damit man das Ganze hier rausbekommt. Im Gerät selber können wir gucken, ob Münzen sich verklemmt haben oder irgendwas feststeckt. Vorsichtig mit dem Reinigen. Ich würde da maximal ein bisschen Silikonspray auf den Lappen sprühen und dann das Ganze reinigen. Dann können wir natürlich hier oben einmal das Ganze öffnen. Eine häufige Quälerquelle ist auch immer die Münzrutsche. Macht sie hier oben auf, schaut rein, macht ein bisschen Silikonspray drauf, reibt ein bisschen hin und her. Hier bleiben gerne mal die Zentstücke hängen. Und schaut auch, ob die Rutsche nicht neben dem Münzschaltgerät hängt, sondern da drinnen. Das Münzschaltgerät selber ist in der Regel nicht verschraubt. Es kann aber durchaus sein, dass auf der Rückseite eine Sicherungsschraube drin ist. Die könnt ihr lösen. Und durch einen Ruck nach oben, ganz wichtig, immer den Automaten ausschalten, wenn ihr daran arbeitet. Durch einen Ruck nach oben können wir das Ganze hier rausnehmen. Und das Münzschaltgerät selber, das hängt an diesen drei Punkten. Das heißt, ihr seht auf jeden Fall, man kann es einfach nach oben drücken, nach hinten rausziehen. Und dann ist das Ganze gelöst, wenn keine Sicherheitsschraube vorhanden ist. Und schaut ganz genau nach. In jeder Klappe könnt ihr irgendwo noch eine Münze hängen. Ihr könnt hier wirklich fast alles auseinanderbauen. Manchmal verhakt sich was in den normalsten Stellen und führt dann zu einem Stau. Ganz wichtig, hier unter Münzschaltgerät geht einmal hier vorne dieser Trichter rein. Und ihr habt hier überall Schrauben, in denen man das noch lösen und justieren kann. Das kann sein, dass es sich beim Transport oder warum auch immer verzogen hat. Und die Münze dann nicht mehr richtig hier rein landen kann. Das ist wirklich ein schmaler Schacht hier vorne. Und deswegen kann man sagen, okay, wir korrigieren das ein bisschen. Wir setzen die Schrauben um oder lösen die, machen das ein bisschen nach oben, nach links, nach rechts. Sodass die Münze auf jeden Fall hier perfekt reinfällt. Und dann auch gegebenenfalls hier perfekt unten in dem Hopper bzw. in dem Sammelbehälter ankommt. Das sind so die Punkte, wo es gerne mal halt klemmen kann. Gerade wenn man die Geräte umgestellt hat oder irgendwie beim Transport ein bisschen viel Vibration war und das nicht mehr optimal sitzt. Viel Spaß beim Nachmachen!